Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video will ich euch an einem lustigen Beispiel zeigen, wie man kleine Objekte handhabt. Ja, ich zeige euch erstmal, wo wir sind. Wir sind bei einer Bowlinghalle in Elm Creek. Hier ist Elm Creek, da ist der Haupthof. Und hier oben ist diese Bowlinghalle. Da kann man hingehen, indem man draufklickt und dann besuchen Red Marble Bowling Restaurant. Das ist unter anderem eine Verkaufsstation. Und dann findet man hier einen Ball. Und man findet hier liebevoll aufgebaute, auf dem Kopf stehende Straßenpylonen, die so Wegbegrenzung machen. Ja, das ist unser Bowlingspiel. Und ich dachte mir, bei dieser Gelegenheit kann ich auch gleich mal zeigen, wie man Geräte anfasst, hochhebt, wirft, dreht und so weiter. Also, wir machen mal das Hilfemenü an, damit wir die Details sehen. Und wenn man ein anfassbares Objekt hat und kommt mit der Mitte des Bildschirms da drauf, dann kriegt man ein Handsymbol. Hier bei diesem Ball. Und links heißt es, linke Maustaste Objekt aufheben und rechte Maustaste Objekt werfen. Jetzt nehmen wir das erstmal mit der linken Maustaste und die müssen wir nicht gedrückt halten. Wir haben das jetzt in der Hand. Wir können das jetzt bewegen, hin und her. Wir können auch ein Stück gehen. Das ist zum Beispiel, wenn man abgesägte kleine Baumstämme oder so bewegen will. Oder Erdbeerkisten. Dafür brauchen wir das ganz praktisch. Ja, und wieder ein Mausklick, dann lassen wir es fallen. Und wir nehmen es nochmal. Und mit der rechten Maustaste können wir es jetzt werfen. So. Und wir haben gleich ein paar von diesen Pylonen umgeworfen. Dann können wir das nehmen. Und ich schlage euch auch vor, das damit durchaus zu üben. Das ist eine lustige Gelegenheit. Und wenn man die Gegenstände noch nicht gehandhabt hat im LS, braucht man da so ein bisschen Übung für. So, nochmal werfen. Und hier hat man sogar Spaß dabei. Werfen wir den letzten auch nochmal um. Na komm, so. Und jetzt plopp. Ich hätte natürlich eigentlich weit weg sein müssen, aber ich bin bei sowas nicht gut. Ihr könnt es auch von weiter weg probieren. Und jetzt wird es etwas schwieriger. Man kann auch diese Pylonen greifen. So, ich hoffe, die heißen überhaupt so. Und kann die bewegen. Also ich kann es auch einfach werfen oder fallen lassen, aber das Bewegen ist jetzt das Interessante. Und das macht man mit gedrücktem mit Mausrad. Beziehungsweise gedrückte mittlere Maustaste. Je nachdem, wie die Maus beschaffen ist. Ich drücke jetzt mal das Mausrad. Dann kriegen wir zwei neue Anzeigen. Objekt horizontal rotieren, wenn man die Maus zur Seite bewegt. Ich mach mal hin und her. Und Objekt vertikal rotieren ist, wenn ich auf und ab bewege. Jetzt so ist es ganz gut. Und wenn ich es jetzt horizontal bewege, dann dreht sich's. Und das ist was hier, das erfordert recht viel Übung, diese Feinsteuerung, dass man das in einem Winkel hinkriegt dann, wie man es wirklich haben will. Weil es sind ja nur zwei Richtungen abgedeckt und nicht drei. Und man muss es ja im dreidimensionalen Raum bewegen. Aber ich würde sagen, so steht es jetzt schon ganz gut auf dem Kopf. Versuchen wir mal, das hinzustellen. Das wird schwierig, wahrscheinlich klappt es nicht, aber wir versuchen es mal. Und damit ich das jetzt hier nicht in einem ungünstigen Winkel abstelle, gehe ich in die Hocke und zwar mit der linken Steuerungstaste. So. Jetzt haben wir es hier schon auf dem Boden stehen. Und jetzt lasse ich los, aber ich nehme an, es wird umfallen. Ja. Aber so kann man das üben. Wir können jetzt es einfacher üben. Nehmen wir es hier.
Und stellen es andersrum hin. So. So. Okay. Da wird es leichter, es hinzustellen. Jetzt steht's ordentlich. Ja. Und darum empfehle ich euch mal, hier zum Bowlen zu gehen und die Handhabung von kleinen Objekten zu üben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.